Review-Zeit, ihr Transformers-Fans, und herzlich willkommen hier bei Dark Schnegge Reviews. Heute gibt es eine gigantisch große Transformers-Review für euch, denn heute zeige ich euch das Komplettpack zum Devastator aus Revenge of the Fallen. Und ich muss sagen, das ist ein riesengroßer Karton. Solltet ihr die einzelnen Figuren, die den Devastator hier formen, verpasst haben, dann könnt ihr jetzt das Gesamtpaket hier von Hasbro halt kaufen. Und das ist wirklich unglaublich groß und genial gemacht. Auf der Verpackung vorne drauf seht ihr erstmal richtig schön den Devastator hier aus Revenge of the Fallen. Ne? Das Ganze ist die Studio Series Nummer 69. Na, ihr seht auch noch oben auf der Seite das Takara-Tomy-Zeichen und auch das Transformers Generations-Zeichen. Auf der Rückseite habt ihr einen perfekten Einblick auf die Figuren in dieser Verpackung. Und ich würde sagen, das macht auf jeden Fall hier Lust auf mehr, oder? Die sind alle mit dabei. Tja, und die muss ich dann alle halt zusammenbauen zum Devastator. Das wird für mich eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber das mache ich natürlich mit Spaß und Freude, denn das wird echt genial. In der Verpackung selbst befinden sich die Constructicons Scavenger, Hightower, Scrap Metal, Skipjack, Longhaul, Scrapper, Overload und der gute Mixmaster. Wenn euch jetzt diese Riesenpackung hier neugierig gemacht hat, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zum Review-Bereich und ich zeige euch jeden einzelnen kleinen Constructicon mal im Detail. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was ihr zum Endergebnis sagt, wenn wir den guten Devastator zusammengebaut haben. Also los geht's, auf zum Review-Bereich, und ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Das sind alle Constructicons aus der Verpackung befreit. Diese Jungs hier, die bilden am Ende den guten Devastator. Und ich werde euch jeden einzelnen halt hier so ein bisschen vorstellen. Übrigens noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Interesse daran habt, mehr von diesen Transformers-Reviews zu sehen oder auch Interesse daran habt, wie die Jungs hier alle im Einzelmodus halt verwandelt werden, ne? Vom Bot-Modus in den Fahrzeugmodus und umgekehrt, dann schaut unbedingt mal bei Ragin Robot Reviews rein. Ne? Helft dem guten Ragin ein bisschen, der macht sehr viel Transformers und der würde sich echt freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt, oder? Ich würde sagen, ja, ich schnapp mir jetzt den ersten Constructicon und dann zeige ich euch den Bot-Modus und den Fahrzeugmodus und wie ihr ihn dann halt verwandeln könnt, um später zum Teil vom Devastator zu werden. Als erstes habe ich hier für euch den guten Skipjack, der wirklich ein abgedrehtes Design hat. Und ich meine, so hat man ihn im Film auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Aber ich finde es wirklich sehr interessant. Und das hier unten übrigens, das ist so eine kleine Baseplate, wo er dann draufsteht, weil ansonsten könnte Skipjack halt nicht stehen. Na, das Design ist wirklich abgedreht. Generell, ihr werdet das sehen im Video, dass die hier wirklich tolle Details dran haben. Na, auch schöne Silberapplikationen etc. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Sogar kleine Sticker sind überall vorhanden. Und ja, jeder Destructicon hat natürlich so ein insektenartiges Aussehen. Das finde ich sehr cool, wenn wir uns gerade hier auch mal von Skipjack den Kopf angucken. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Ja, auf der Rückseite verrät uns schon so ein bisschen hier der gute Skipjack, was er dann halt werden wird in seinem Fahrzeugmodus. Und den, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Tja, und das sieht dann so aus. Das ist dann eher so ein kleiner Bagger, so ein Schieber oder sowas. Ne? Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Schön auf jeden Fall hier die Silberapplikation vorne in der Schaufel. Das sticht auf jeden Fall sehr hervor. Na, ihr seht ein schönes kleines Kettenfahrzeug. Das ist sehr nice gemacht. Die beiden Teile hier oben, ne? Diese Auspüffe hier, die sind übrigens bei Skipjack im Bot-Modus noch in den Händen als Waffen halt angebracht. Auch da könnt ihr noch mal gerne gucken. Ne? Das habe ich da nämlich dran gebaut. Die Platte, wo er drauf stand, also diese kleine Base, die wird dann hier unten halt reingesetzt. Hier ist auch der Kopf zum Beispiel. Ne? Also auch das wird alles mit verbaut und verstaut, sodass ihr das dann halt später nicht mehr seht. Wenn ihr jetzt zum Devastator-Part kommt, ist das Ganze relativ leicht. Wir haben nämlich hier an der Seite haben wir eine kleine Verbindung geschaffen, die wir hier einfach lösen. Ne? Die muss hier so ein bisschen rausgenommen werden und dann wird das alles hier nach oben gebracht. Denn das ist hier sehr wichtig. Das ist so ein kleiner Ratchet-Joint, der hier am Start ist. Ne? Und dann müsst ihr einfach nur noch diesen Part hier oben extenden. Der wird rausgeklappt. Und somit ist das eigentlich auch schon alles. Das ist der Transformationsschritt und ihr könnt vielleicht erahnen, was das hier am Devastator wird. Das wird nämlich ein Bein werden. Ne? Das könnt ihr auf jeden Fall hier so einfach lassen. Und ich würde auch sagen, die Platte lasst ruhig da drin, ne? Da hat er mehr Halt. Und hier ist halt so eine kleine Verbindung, was ich euch dann später noch zeige, wo das dann halt alles reingeschoben wird. Die könnt ihr übrigens hier vorne, diese Teile, könnt ihr auch, glaube ich, wieder zumachen. Ne? Also alles okay. Das ist also die erste Verwandlung von unserem ersten Constructicon. Und ich würde sagen, auf geht's zum nächsten. Mit einer der größten, aber auch ein bisschen wackeligsten Constructicons kommt hier dann natürlich noch der gute Scavenger daher. Das ist vielleicht ein komisches Viech, oder? Ihr seht, hier ist der Kopf. Der ist wirklich sehr, sehr groß und sehr prägnant. Und auch hier natürlich wieder so ein bisschen halt Insekten-Style. Ich mag das sehr. Ne? Er hat so ein bisschen gelbe Augen irgendwie hier, ne? Mit ein paar schönen Silberapplikationen. Er hat hier zwei riesige, große
Räder, die natürlich dann später halt für den Fahrzeugmodus wichtig sind. Theoretisch bewegt er sich sofort, dass er hier auf dem Rad rollt und hier mit seinen Armen sich dann halt fortbewegt oder dann halt angreift, gegen die Autobots kämpft oder sowas. Ne? Also das ist wirklich ein interessantes Design, muss ich sagen. Ne? Aber wie gesagt, er ist ein bisschen wackelig. Und wie der gute Scavenger jetzt natürlich in seinem Fahrzeugmodus aussieht, was hier draus werden wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Aber ich kann euch sagen, er ist wirklich riesengroß und irgendwie ist es ein cooles Teil. Er ist eigentlich vom Devastator somit das Mittelstück, was wir jetzt bauen werden. Na, da werdet ihr dann sehen, da wird einiges dann halt später angebracht an den guten Scavenger hier. Ne? Also, auf geht's zum Fahrzeugmodus. Der Fahrzeugmodus hier ist dann eher so eine Art Kran. Ne? Ja, so ein großer Lastenkran, irgendwie auch für die Baustelle halt perfekt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, aber ich denke mal, dass den meisten Transformers-Fans unter euch das Ganze hier nicht so gefallen wird, weil hier vorne natürlich eine komplette Lücke ist und man kann hier innen drin dann auch noch den einen großen Reifen halt sehen. Na, aber ansonsten muss ich sagen, rein von Optik her sieht das schon wirklich sehr, sehr nice aus und kommt dem aus dem Film auf jeden Fall sehr, sehr nah. Natürlich muss man dann ein paar Abstriche immer machen, ne, wenn man natürlich auch später noch ja für Devastator halt so ein bisschen die Form halt haben möchte. Ne? Ja, ihr seht das ja, es ist ein schöner Kran, auch hier mit ein paar Silberapplikationen. Hier ist sogar noch so eine kleine Leiter, seht ihr das? Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wie groß dieses Gerät hier halt ist. Was ich jetzt nicht so mag, ist generell, dass hier sehr viele lose Teile mit am Start sind, diese Klappen hier. Ne? Das ist, ja, sieht einfach nicht so schick aus, muss ich sagen. Ne? Aber ja, das ist der Fahrzeugmodus und der jetzt ja, zu verwandeln, das ist eine Sache, die wird ein bisschen komplizierter. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach erstmal an, indem ich hier diese Kabine hier beiseite klappe und auch dieses Teil hier vorne beiseite klappe, weil die werden mir auf jeden Fall dann später im Wege sein. Und dann fange ich an, hier vorne die Schaufel wieder zu separieren. Ne? Also die ist auch wirklich hier sehr dicht zusammengeklackt, ne? Dass wir das Ganze dann halt in diesem Modus hier schon mal haben. Dann drehen wir ihn einmal auf die Rückseite. Ne? Und dann seht ihr schon hier, da sind noch so kleine Connection Ports an der Seite, hier und da. Da muss das Ganze reingeklappt werden, und zwar dieser Part hier, ihr seht das ja, ne? Da ist der Connection Port und da ist der Connection Port. Da wird das Ganze dann halt hier reingebracht. Das macht ihr auf beiden Seiten, ne? Damit wir das Ganze hier schon mal schön aus dem Weg haben. So, dann haben wir diese Formation, das sieht auch lustig aus. Dann bringt ihr jeweils links und rechts diese Seiten nach vorne. Und dann müsst ihr hier diesen Krambereich hier euch schnappen, und zwar den hier einmal auf dem Ratchet Joint komplett am besten nach links bringen. Und hier innen drin, seht ihr auch, da ist ein kleiner Connection Port und das Ganze klappt ihr jetzt hier erstmal runter. Na, dann ist hier so gesehen schon mal der Kranarm so ein bisschen aus dem Weg. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf der anderen Seite machen, das hier nach vorne bringen, dann auf dem Ratchet Joint das Ganze hier rum. Na, und dann das Ganze, warte mal, und das Ganze hier reingedrückt, dann haben wir das Ganze in diesem Modus. Als nächstes schnappen wir uns hier diese Baggerarme, na, hier auf der Seite, und drehen die einmal hier rum, komplett einmal rum. Und jetzt werden sie eingeklappt. Und zwar hier ist so ein kleiner Schlitz halt. Ne? Und hier muss das Ganze dann da raufgebracht werden. Also einmal umgedreht. Und dann müsst ihr das ein bisschen mit Gewalt hier reinklacken lassen. Wartet mal. Damit das hier einigermaßen passt, wenn er das jetzt gerade machen will. Wartet mal. Irgendwie. Komm her hier. Ja, so ungefähr so in Position, dass das hier so drin ist. Und das Ganze macht ihr dann halt auch hier auf der anderen Seite, indem ihr den Arm hier noch einmal dreht. Komm her. Das ist ganz schön wuchtig, das gute Kerlchen. Na, auch hier das Ganze dann in Position halt gebracht. Komm her. So, klack. Und dann haben wir das Ganze so. So ist das schon mal soweit richtig. Weiter geht's. Ihr dreht das Ganze jetzt einmal. Na, und dann wird hier vorne das Ganze wieder gelöst. Hier ist nämlich eine Verbindung, die wir dann noch gemacht haben. Na, und dann wird das Ganze komplett nach vorne gebracht. Also ihr müsst diesen ganzen Kram hier versuchen, nach vorne zu bringen. Achtet auch übrigens drauf, dass hier diese Parts rauskommen, ne? Weil sonst habt ihr da wirklich Schwierigkeiten. Also auch das alles hier schön nach vorne gedreht. Ich glaube, ungefähr so muss das sein. Das sieht jetzt natürlich alles sehr wild aus. Hier unten am Reifen seht ihr noch, da sind noch die Klappen hier. Ne? Die Klappen solltet ihr auf jeden Fall jetzt wieder zusammen machen. Das ist so gesehen der Mittelpart hier vom guten Devastator. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Seite, weil ihr müsst das jetzt halt hier reinklappen. Ne? Das ist so gesehen dann halt der Bauch eigentlich. Der komplizierte Part ist jetzt halt, dass ihr diese ganzen Aufbauten hier auf der Seite einmal komplett hier nach hinten bringen müsst. Na, hier ist es ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Hier ist ihr müsst da vorsichtig sein. Am besten vielleicht nochmal das Rad wieder so ein bisschen beiseite drehen. Das muss auf jeden Fall alles jetzt irgendwie hier nach hinten gebracht werden, weil wir da später dann so gesehen das Backpack formen mit halt. Ne? Also gucken wir mal, ob wir das jetzt hier einigermaßen hinkriegen. Es ist zumindest
beim ersten Mal so ein bisschen komplizierter, das Ganze hier reinzudrehen, weil das hier wirklich sehr stiff am Platz ist. Ne? Okay, jetzt müsste es eigentlich so weit sein, dass wir jetzt hier uns auf der Rückseite das Ganze angucken und dann hier das Backpack halt zusammenbauen. Auf der Rückseite, also wir haben das Ganze jetzt einmal gedreht, müsste das dann ungefähr so bei euch aussehen. Da könnt ihr dann als nächstes halt diese Rollen einklappen. Ne? Also hier einmal komplett weggeklappt das Ganze. Und wir haben jetzt hier noch in dem Bereich hier diese Klappen. Ne? Die könnt ihr jetzt auch runterbringen, weil die brauchen wir gleich. Denn das sind wieder weitere Connection-Teile hier am Start. Also die runtergebracht. Und jetzt müsst ihr das Ganze irgendwie in die Mitte bringen. Ne? Also einmal hier komplett gedreht, weil diese Teile hier kommen jetzt zusammen. Seht ihr das? Das Ganze muss jetzt hier komplett verbunden werden. Ne? Da müsst ihr halt ein bisschen friemelig sein, das Ganze hier mit den Connection-Ports, weil die Klappen sich natürlich auch ein bisschen bewegen. Komm mal her hier. Ah. Und hier oben auch rein, ne? Also da gibt es auch noch die Verbindung. Also alles so weit zusammen, dass wir hier wirklich das Backpack haben und dass das Ganze ungefähr so bei euch aussieht. Ne? Das ist schon mal sehr wichtig und ein großer Teil. Ihr seht schon, das ist eine etwas kompliziertere Transformation hier. Und im Grunde genommen war es das eigentlich auch schon fast wieder. Ihr klappt jetzt hier noch diese Teile hoch, ne? Wenn ihr das möchtet. Dann haben wir hier, ihr seht noch, da ist immer noch sein Kopf zu sehen. Das ist jetzt hier die Front. Und auf der Front, da achtet ihr jetzt drauf, dass das hier so ein bisschen hier in diese Position hier reingeht. Denn da sind nochmal Connection Ports, seht ihr das? Da wird das Ganze dann halt jetzt hier auch nochmal befestigt. Schön reingedrückt, schön vorsichtig allerdings, ne? Weil die sind auch sehr filigran. So, dann ist das Ganze nämlich hier in Position. Die Teile hier könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt hier hochklappen. Wie gesagt, das ist hier alles sehr locker hier. Das nervt mich auch selber so ein bisschen. Müsste eigentlich hier passend irgendwie sein, aber tut es nicht. Also erstmal beiseite, den hier runter. Na, und dann müsste das eigentlich passen soweit. Und das ist jetzt der Torso, würde ich jetzt mal sagen. Und dann halt hier die Schultern. Da könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie groß das Ganze wird. Ja, und ich würde sagen, auf geht's zum nächsten. Und das ist der gute Scrap Metal. Schaut mal, ne? Das ist schon wieder so eine kleinere Version hier. Auch der sieht natürlich sehr interessant aus und auch da könnt ihr vielleicht so ein bisschen erahnen, wenn wir mal auf die Rückseite sehen, was aus dem guten Scrap Metal mal werden wird. Na, auch hier wieder schöne Farbgebung in Gelb das Ganze, das gefällt mir sehr gut. Auch wieder ein paar schöne Silberapplikationen am Start. Hier ist der Kopf, ne? Auch der ist wirklich wieder sehr interessant. Na, schaut mal, auch da wieder nice gemacht das Ganze. Ja, das ist der Bot-Modus, ne? Und die Transformation zu seinem Fahrzeugmodus, ne? Die werdet ihr natürlich nicht sehen. Ich werde euch jetzt einfach wie immer den Fahrzeugmodus zeigen und der sieht dann so aus. Ein kleiner, feiner Bagger erwartet euch hier. Auch der sieht natürlich sehr nice aus. Ne? Auch hier die Details sehr schön gemacht. Gerade hier an der Seite mit so ein paar Kleinigkeiten. Das Ganze in Silber-Touch gehalten. Ja, ich habe hier und da so ein bisschen Problematiken, dass das alles nicht so perfekt zusammenpasst. Aber ich bin ja auch Transformers ungeübt. Aber ich denke mal, dafür reicht das völlig aus. Ne? Hier so ein bisschen die Schutzbleche und alles am Start. Und dann natürlich auch hier vorne halt die Schaufel, ne, die Baggerschaufel. Das funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Ja, der gute Scrap Metal hier, der wird jetzt zu einer Hand vom guten Devastator. Und da muss ich jetzt mal selber gucken. Hier oben ist eine kleine Platte drauf, die auch für den Scrap Metal als Schild halt benutzt werden kann. Die ist allerdings auch zur Stabilisierung halt am Start, weil das Ganze hier jetzt nicht so perfekt halt zusammenhält, wenn ihr das nicht habt. Na, daher, das gute Stück, das braucht ihr eigentlich gar nicht jetzt später für Devastator, soweit ich weiß. Also wird das erstmal hier weggenommen. Hier unten müssen wir jetzt mal gucken, da werden wir das Ganze hier mal ein bisschen lösen, ne, weil wir dann hier gleich eine Transformation halt machen werden mit diesen beiden Parts hier. Und zwar werden wir das hier wieder rauslösen, ne, so. Das werden jetzt so gesehen hier vom Devastator halt die Fingerchen werden. Ne, das ist auf jeden Fall sehr interessant, kann ich euch sagen. Na, jetzt muss ich mal gucken, das müssen wir nämlich drehen und nach unten bringen irgendwie. Wartet mal, dass das hier einigermaßen klappt. Der Seite wird das hier auch gelöst. Ne? Das ist jetzt hier alles innen drin reingefoltet. So, gucken wir mal, dass wir das hier alles runterbringen. Und dann haben wir hier diese Parts, die können wir ja auch ausklappen. Also hier ist jetzt die Kabine halt von Scrap Metals Fahrzeugmodus. Das können wir hier rausziehen. Ne? Ihr seht schon, das sind so Fingerchen dann halt. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt ungefähr richtig ist, aber ihr habt eine ungefähre Vorstellung, wie das Ganze ist. Und auch hier können wir das Ganze rausklappen, sodass wir hier schon sowas wie eine Klaue am Start halt haben. Na, so ganz was funktioniert hier noch nicht so ganz. Das muss irgendwie gedreht werden. Also ihr habt hier wirklich die Möglichkeiten, alles ein bisschen in Position zu drehen. Ich glaube, wartet mal, so ungefähr, keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht so oft gemacht, bin ich ehrlich zu euch. Na, also wir machen hier auf jeden Fall so einen kleinen Klauenmodus draus. Na, dann komm schon, du musst dich doch hier irgendwie so drehen, dass wir das Ganze hier irgendwie so haben. Ja, ungefähr so. Ne? Ungefähr so sieht das doch schon mal nice aus. Dann nehmt ihr den Kranarm hier und bringt den auch hier mit nach unten,
weil der dann halt auch noch Teil davon ist, von dieser massiven, fiesen Hand, die wir jetzt hier haben. Und ja, ich habe es tatsächlich jetzt raus. Ihr müsst das Ganze so drehen, denn die Hand, ihr seht das ja, die kommt jetzt halt so, ne? Dass er wirklich so greifen kann. Seht ihr? Ne? Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ungefähr so könnt ihr das Ganze eigentlich auch lassen. Und dann ist jetzt hier noch der Connection Port später für den Devastator. Da wird dann halt die Hand reingesteckt. Na, also so sieht das Ganze dann halt aus und ich denke mal, das könnt ihr auf jeden Fall so lassen. Na, ja, es kommt ein bisschen halt Bewegung rein, wenn ihr das jetzt hier nicht ganz wieder ranklappt oder sowas, ist das völlig okay. Dann sieht es halt auch ein bisschen organischer aus, finde ich. Das passt mir soweit. Na, also das ist Scrap Metal, sein Devastator-Mode, seine Kralle. Na, da bin ich später mal sehr gespannt, wie das dann am gesamten Stück aussieht. Auf geht's zum nächsten, Leute. Als nächstes haben wir den guten Long Haul hier am Start. Und ich muss sagen, das ist irgendwie optisch einer meiner kleinen Favoriten. Ich mag vor allem diesen Grünton sehr. Und auch dieses ganze Abgeschrabbelte hier, was hier Hasbro halt schon halt raufgedruckt hat. Das sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Er sieht so ein bisschen militärisch aus, finde ich. Gerade wenn wir uns das Gesicht mal ansehen. Na, der Kopf, der sieht auch wirklich sehr cool aus mit seinen roten, bedrohlichen Augen. Natürlich auch hier wieder tolle Silberapplikationen hier dran. Das sieht alles wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Auf der Rückseite können wir uns das Ganze mal angucken. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz akkurat vielleicht, ne? Aber da seht ihr schon, er hat hier so ein kleines massives Backpack, was vielleicht auch hier wieder schon so ein bisschen verrät, was hier aus dem guten Long Haul wird. Ich würde sagen, ja, gucken wir mal, dass wir uns hier den Fahrzeugmodus anschauen. Na, der ist nämlich auch sehr interessant, aber wie gesagt, das ist einer meiner kleinen Favoriten. Ich weiß, ich finde den optisch irgendwie sehr interessant und sehr ansprechend. Auch der Fahrzeugmodus hier, ne? Schaut euch das an von Long Haul, der gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, obwohl er, glaube ich, ein bisschen klein ist. Na, aber ich glaube, das hat Hasbro ein bisschen anpassen müssen, sonst hätte das nicht hingehauen. Was natürlich ein bisschen unschön vielleicht ist, ist, dass man hier die Hände jetzt sieht. Die sind so gesehen als Ladung hinten drauf auf diesem Fahrzeug. Aber auch diese Fahrzeuge habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen, die sind riesengroß eigentlich. Na, und das hier vorne sind tatsächlich Leitern, wo dann halt die Fahrer halt hochkrabbeln und dann halt hier ins Führerhaus halt reingehen. Ne? Also ist schon wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Ne? Auch ein schöner Fahrzeugmodus. Ich persönlich finde den wirklich sehr, sehr nice. Gerade natürlich auch hier, was ich eben schon gezeigt habe, hier mit diesen Farbapplikationen so ein bisschen auf Used Look gemacht. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, jetzt kommen wir zur Transformation zum Devastator Fuß. Das ist nämlich eins dieser Fußteile. Und da muss ich jetzt gerade erstmal selber gucken, denn wir mussten hier auf jeden Fall das Ganze hier oben wieder auslösen. Ne? Denn diese Hände hier sind an den Wänden hier so gesehen befestigt. Da muss ich jetzt mal gucken. Das müsst ihr hier auf jeden Fall rausziehen und die Hände, ja, die sind ein bisschen interessant, denn hier wird das Ganze befestigt und das ist bei mir so stiff, dass ich hier wirklich richtig böse was drücken muss. Ihr seht das, ihr könnt es rausziehen, ne? Also hier ist das noch drin und hier müsst ihr es rausziehen und das Ganze dann halt genau in die andere Richtung bringen. Und hier ist auch ein kleiner Pack wieder am Start, wo ihr das Ganze dann halt hier wieder reindrückt. Na, dass es einigermaßen hier in Position bleibt. Das Ganze mache ich jetzt hier auch auf der Seite. Drehe es einmal komplett rum und drehe es wieder runter, damit wir das schon mal in dieser Position hier haben. Und dann die Reifen hier oben solltet ihr vielleicht ein bisschen aus dem Weg bringen. Das heißt, ihr klackt sie am besten so ein bisschen nach hinten, damit sie hier euch nicht mehr weiter stören. Und jetzt wird es alles ein bisschen wild und wuselig, daher entschuldigt das schon mal. Aber wir fangen jetzt hier vorne an. Hier, das sind die Oberschenkel so gesehen, ne? Diese Lüftungsteile hier, die könnt ihr einklappen. Und wenn ihr das macht, dann löst sich hinten auf der Rückseite so ziemlich alles und verfällt dann nicht in Panik. Das müsste dann eigentlich alles relativ leicht funktionieren. Denn wir fangen jetzt an, ihn hier hochzubiegen. Ne? Und dann seht ihr schon, hier bildet sich dann so gesehen ein Fuß. Und hier müsst ihr dann diese Seitenteile hier an diesem Parts hier dann halt befestigen. Ich muss dazu sagen, es ist bei mir alles ein bisschen lose und locker. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles hier richtig ist. Ne? Aber so ungefähr muss das Ganze hier funktionieren. Na, passt also ein bisschen auf. Dann hier, dieses Teil hier auf der Seite, das werdet ihr dann natürlich noch runterbringen. Natürlich die Reifen erstmal beiseite hier. Na, damit ihr halt einen guten Standfuß habt. Und dann könnt ihr halt die Füße, wenn ihr möchtet, halt wieder so ein bisschen nach unten bringen, damit das Ganze auch hier wieder ein bisschen organischer aussieht. Ja, ungefähr so sieht das Ganze dann aus. Hier ist dann jetzt so gesehen ein Gelenk drin. Ihr seht das ja, ne? Und hier kann er sich dann halt auch bewegen. Das ist der Fuß. Zumindest einer davon, ne? Und einen weiteren gibt es dann auch noch. Auf jeden Fall sehr interessant, dieser Modus, ne? Und wie das Ganze dann natürlich zusammengebaut aussieht, das schauen wir uns dann gleich noch an. Wie gesagt, ist alles ein bisschen krumm und schief bei mir, aber nicht so schlimm. Lustig ist, dass hier so gesehen an seiner Hacke dann natürlich noch der kleine Kopf zu sehen ist. Der nächste im Bunde sieht auch wieder sehr abgedreht aus. Das ist der gute Overload.
Ne, auch da wieder wirklich einer, glaube ich, mit der größten hier im Bunde. Und der, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr. Obwohl, er sieht auch wirklich wieder sehr, sehr insektenhaft aus und ist wirklich sehr wackelig leider teilweise auch. Ne, schaut euch auch da mal den Kopf an. Auch da muss ich sagen, das gefällt mir wieder richtig gut. Ja, er hat so gesehen 4 Arme. Ne, also die könnt ihr auch natürlich alle bewegen. Das ist alles auch sehr cool gemacht mit diesen Hakenfingern hier. Auf der Rückseite sieht das Ganze jetzt so aus. Und wundert euch nicht, was das jetzt hier für ein Teil ist. Denn das gehört später noch zum Devastator dazu. Das erkläre ich euch da nochmal. Das könnt ihr so gesehen hier am Overload dann halt storagen. Ne? Das wird hier hinten reingeklemmt, dann fliegt das nicht irgendwo rum. Ich muss sagen, Overload, der sieht so ein bisschen aus wie ein Skorpion. Ne? Ich denke mal auch durch die Verwandlungsstufe hier im Bot-Modus seht ihr auch hier oben so einen kleinen Spike. Das könnte so gesehen so ein bisschen so sein Schwanz sein oder sowas. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, die ganzen Constructicons sind so ein bisschen insektenmäßig irgendwie aufgebaut. Ja, wie der ganze gute Kerl jetzt hier natürlich verwandelt aussieht im Fahrzeugmodus, das seht ihr jetzt. Der Fahrzeugmodus von Overload ist dann eher so eine Art Schwerlastentransporter. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ein sehr langes Fahrzeug, muss ich sagen. Hier mal eine kleine Kritik definitiv an diesem Set. Die Anleitung, die mit dabei ist, die hat mich gerade bei Overload so ein bisschen halt als ungeübter Transformers-Reviewer wirklich zum Verzweifeln gebracht. Denn da sind viele Schritte einfach so unglaublich mini-klein halt eingezeichnet, dass ich echt nicht wirklich großartig sehen konnte, wie hier was jetzt ganz genau gemacht wird. Also ich rate euch auch da, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, es gibt einige coole YouTube-Tutorials, wo ihr dann auf jeden Fall besser mit klarkommt. Und ich kann euch auch mal meinen Sloppy-Part jetzt so gesehen zeigen. Das ist nämlich hier die Rückseite. Da habe ich echt Probleme mit gehabt. Schaut mal, ich weiß auch nicht, das sieht alles nicht so wirklich richtig aus. Krumm und schief halt, ne? Aber im Großen und Ganzen, so ist der Fahrzeugmodus halt. Und ich finde eigentlich, er sieht auch wirklich gar nicht schlecht aus, gerade hier oben drauf. Diese ganzen Silberapplikationen hier, diese ganzen Mechaniken, das sieht wirklich sehr schön aus. Ne? Natürlich auch hier vorne am Fahrerhaus, die Fenster in diesem schönen Blauton und alles. Ist schon im Großen und Ganzen wirklich ein nices Fahrzeug, ne? Mit tollen kleinen Details. Ein Riesenteil. Und ihr seht ja auch hier, da ist jetzt wieder hier dieses Teil, was später für den Devastator halt noch gebraucht wird, hinten drauf. Das wird damit so gesehen halt transportiert. Die Transformation jetzt natürlich hier ist, ja, da gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal an, wie ich das jetzt hinkriege. Also das Teil braucht ihr auf jeden Fall erstmal nicht. Das wird hier auch einfach nur reingeklemmt. Hier seht ihr übrigens, hier sind noch die Hände von Overload. Na, diese Krallenhände, die sind jetzt halt hier hinten auf der Rückseite. Ne? Also das packen wir beiseite. Und dann fangen wir ganz normal einfach mal auch hier mit dem Heck an. Das könnt ihr nämlich jetzt hier auseinandersplitten und hier sind Ratchet Joints drin. Das heißt, das Ganze hier wird jetzt nach oben gezogen, komplett einmal hier in diese Position. So, damit wir das Ganze so haben. Dann wird es einmal komplett gedreht. Das macht ihr auf beiden Seiten, ungefähr so. Ne, schön ausrichten. Auch da achtet echt immer drauf, dass ihr alles einigermaßen gerade ausrichtet, weil ein bisschen schiefer das Ganze und schon... Ja, passt das ein oder andere Teil halt leider nicht. Dann drehen wir das Ganze einmal auf die andere Seite, so gesehen, wo die Brust halt war von Overload. Na, und da müssen wir uns jetzt hier um diese Parts hier nochmal kümmern. Wir drehen sie einmal komplett zur Seite und knicken sie ein. Dass das Ganze ungefähr so ist. Ne? Ihr seht ja auch, da ist dann der Reifen halt in der Innenseite. Diese Position, ich denke mal, wenn ihr das habt, dann seid ihr einen guten Schritt weiter. Und jetzt, diese Seite hier und auch diese Seite hier, die sind beweglich. Die müsst ihr jetzt rausklacken. Das heißt, hier festhalten und dann halt noch so ein bisschen bewegen. Und ihr seht jetzt hier, das ist übrigens auch nicht in der Anleitung zu sehen, ist noch so ein kleines Teil, was ihr bewegen könnt. Da gehe ich jetzt mal mit dem Fingernagel hinter und drehe das Teil hier nach vorne. Dann kommt hier so ein kleiner Pack halt zum Vorschein. Seht ihr das? Das macht ihr auch auf der anderen Seite einmal kurz. Das ist alles ein bisschen friemelig, aber das klappt schon soweit. Auch da ausgeklappt das Ganze. Und dann schauen wir uns das Ganze hier mal auf der Seite an. Da, wo das alles bei mir so ein bisschen sloppy ist. Hier kommt jetzt ein sehr interessanter, wichtiger Part, denn hier ist einer seiner Arme. Den ziehe ich jetzt hier mal an der Seite raus, denn ihr seht, er ist hier in zwei Löchern befestigt. Wenn ihr jetzt einen Fahrzeugmodus habt, dann ist der komplett in diesem oberen Loch hier drin. Aber für den Devastator-Part müssen wir ihn in das andere Loch reinbringen. Dafür müssen wir jetzt den Arm komplett einmal hier extenden und dann halt hier reinbringen. Ja, dass er in das Loch reinkommt hier. Wartet mal. Ah, komm her. Ist natürlich auch hier wieder sehr friemelig, aber es funktioniert tatsächlich. Na, also wirklich den Arm hier raus, auf der Seite auch. Komplett einmal ausfalten und dann halt in das erste Loch hier rein. So, damit wir das Ganze irgendwie so haben. Na, das sieht doch auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ja, ich würde sagen so. So, und dann wird das Ganze einmal gedreht, liebe Leute. Und zwar... komplett einmal hier drehen nach vorne.
Na, also dass die Reifen wieder zu euch zeigen, während hier so gesehen von dem Transformer hier die Brust zu sehen ist. Dann müsste das ungefähr so aussehen. Somit sind wir in dem Bereich eigentlich fertig. Jetzt kümmern wir uns um die komplette Oberseite hier. Das wird jetzt auch nochmal interessant. Ich gehe jetzt mal auf die Seite, denn hier haben wir jetzt zum Beispiel noch hier diesen Fahrzeugfrontpart, den wir hier bewegen können. Schaut mal, das holen wir jetzt hier runter. Na, dadurch haben wir hier natürlich jetzt wieder Spiel und können hier das Ganze oben lösen. Und zwar hier vorne alles auseinanderziehen. Vorher, oh Gott, ja, vorher nicht vergessen, hier die Reifen wegzuklappen. Na, das ist natürlich wichtig, weil sonst könnt ihr hier die Arme nicht runterklappen. Ich muss mal gucken, ob das jetzt, ja, ungefähr so. Na, also hier die Arme runterklappen, die Reifen müssen hier nach hinten stehen und dieser Part hier, der muss jetzt auch erstmal nach hinten gebracht werden. Der letzte Schritt ist eigentlich nur noch dieses Teil hier. Wenn ihr es jetzt, diese Kapsel hier, diese Front hier verschoben habt, wenn die jetzt hier auf der linken Seite ist, habt ihr natürlich die Möglichkeit, es hier nach rechts zu sliden und das muss ja dann auch hier rüber. Und dann eigentlich relativ simpel, ich weiß noch nicht, ob das so stabil ist, wird das Ganze einfach nur nach oben geklappt, weil hier, da ist ja sein Kopf, ne? Hier wird das Ganze dann halt wie so ein Dach halt über seinen Kopf rübergebracht und dann wird das hier halt so in Position gebracht. Ich weiß nicht so recht, ob es jetzt wirklich genau so stimmt, aber ich denke mal, das ist ungefähr jetzt hier ja die Transformation, die wir brauchen, um dann später hier unseren Devastator zusammenzubauen. Ja, das ist alles, was ich euch zu Overload zeigen kann. Auf geht's zum nächsten. Und das ist der gute Hightower. Nein, nicht der große Typ aus Police Academy. Der Constructicon hier am Start. Und das ist auch ein abgedrehtes Design, oder? Er wirkt so ein bisschen instabil. Ihr könnt aber natürlich erkennen, was er eigentlich ist. Er ist so eine Art Kran, so ein Greifkran halt, ne? Also er, ich denke mal, der hat echt eine lustige Zeit. Das sind hier so gesehen seine Beine, ne? Und sein Kopf ist hier aus so einem ganz langen Hals halt, ne? Also das sieht wirklich super lustig aus. Die Köpfe generell, muss ich ja sagen, ne? Die gefallen mir wirklich sehr gut. Auch hier sind die Details mit diesen roten, bedrohlichen Augen sehr nice. Obwohl er hier so einen leichten Bumblebee-Touch hat durch diesen Gelbteil, ne? Also auch schon wirklich sehr interessant. Ja, und der als Transformation, ne, ihr seht ja auch hier, wartet mal, hier unten sind sogar noch kleine Ärmchen am Start, die müssten eigentlich weiter nach vorne. Seht ihr das? Also hier sind auch noch Arme, wie so ein kleiner T-Rex. Ja, ja, und ich würde sagen, die Details sind nice. Auch hier wieder wurde schön mit Silber gearbeitet. Ne, das gefällt mir soweit. Lasst uns mal hier den Fahrzeugmodus angucken. Und da ist er. Ne? Und ihr habt es ja schon gesehen, eigentlich sieht das hier um einiges komfortabler für ihn aus, als wenn er jetzt im Bot-Modus ist. Denn hier haben wir wirklich so eine Art Greifkran, keine Ahnung was. Auf jeden Fall sehr interessant hier, ne? Mit diesem Greifarm und hier auch diese Klemme hier. Ich denke mal für Schrottbeseitigung oder sowas. Eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Ne? Mir gefällt es hier auf jeden Fall auch hier wieder mit den Laufrollen in Silber. Vorne haben wir hier natürlich dann hier die Kabine für den Fahrer. Ne? Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist auch hier der Robotermodus relativ gut versteckt sogar. Wenn wir jetzt mal drunter gucken, da ist natürlich sein Kopf zu sehen. Ne? Na, da könnt ihr ihn erkennen. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das eigentlich soweit ganz gut. Und wenn wir jetzt noch umwandeln, ne, in den Devastator-Modus, dann fangen wir am besten hier vorne erstmal an, denn dieses Teil hier, diesen Greifarm, das müssen wir abmachen, weil das kommt jetzt irgendwo anders später hin. Dann gehen wir hier zu den Rollen, ne, und die müssen jetzt halt hier rausgesetzt werden. Also die machen wir jetzt hier erstmal lose, weil die sind ja hier in diesem Part befestigt. Und ihr seht ja, hier ist auch noch so ein kleiner Pack, der muss jetzt da rein, ne, da wo mein Finger ist. Das heißt, es wird einfach nur eine Nummer höher gesetzt, ungefähr so. Na, wenn das Ganze jetzt einigermaßen hält, ja, das ist schon mal ganz gut. Ohne Komplikation, der kleine Kerl. Dann sieht das halt so aus. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie großartig interessant, denke ich mal. Wichtig ist jetzt, dass wir den gesamten Kopf hier rausziehen in seiner vollen Länge. Ne? Ungefähr so. Und jetzt müssen wir hier hinten halt diese Kralle halt befestigen. Ne? Die kommt jetzt hier halt ran. Jetzt muss ich mal selber gucken. Ich glaube, Kopf muss ungefähr so. Und dann, glaube ich, hier ran. Ungefähr so muss das Ganze dann halt sitzen. Ne? Ja, es ist halt, es sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist schon fast die Transformation, die wir brauchen. Und dann müssen wir halt hier nur noch hier hinten diesen Part nach vorne bringen, denn das ist halt unser Connection Port halt später für den Devastator. Wie es natürlich dann aussieht, das werde ich euch zeigen, aber das ist eigentlich eine Transformation, die ist wirklich super leicht. Ne? Und die, denke ich mal, kriegt jeder hin. Ja. Der nächste, den wir uns jetzt angucken, ist der gute Scrapper. Und Scrapper gehört auch definitiv hier zu einem meiner Favoriten. Ich mag irgendwie dieses Design, ne? Gerade ja, diese Klauen, die er hier hat und auch auf der Seite hier, das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Auch natürlich hier wieder diese Farbgebung mit Silbergelb. Ne? Also auch da muss ich sagen, ja, der ist super nice und man sieht nicht gleich sofort, was er eigentlich hier für einen Fahrzeugmodus hat. Ne? Also auch da
wieder sehr cool umgesetzt. Auch hier finde ich, ist wieder diese Silberapplikation, ne? Diese ganzen bemalten Sachen hier oder generell die Parts aus Plastik, die in Silber sind, sehen hier wirklich sehr stark dann aus. Also auch da wirklich wieder ein cooler Constructicon und auch hier natürlich der Kopf hier, ne? Der ist auch wirklich, das ist insektenmäßig halt, ne? Schaut mal, schaut ihn euch an. Ne? Auch das sieht einfach super genial aus. Ich mag das, gefällt mir. Ja, den würde ich jetzt auch mal schnell verwandeln für euch und dann gucken wir uns den Fahrzeugmodus an. Der ist auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant und dann sind wir auch schon fast beim letzten Constructicon, bevor wir den Devastator zusammenbauen. Auch hier muss ich sagen, gefällt mir der Fahrzeugmodus wirklich sehr, sehr gut. Das ist hier so ein Schieber, so ein Lastenschieber halt, ne, womit man halt eine Menge halt Schutt und sowas wegschieben kann, denke ich mal. Hier sieht das Ganze wirklich sehr cool aus, muss ich sagen. Sehr technisch das Ganze. Ihr könnt ungefähr ahnen, auch wie groß hier dieses Fahrzeug ist, ne, anhand dieser kleinen Leitern, die ja dran sind. Hier oben ist natürlich jetzt die Fahrerkabine am Start. Ne, auch das wieder in diesem schönen Metallic-Blau-Look gehalten. Also soweit wirklich alles sehr, sehr nice. Auch hier vorne das alles. Ne, das ist schon, der gefällt mir schon wirklich sehr gut, muss ich sagen. Rein vom Fahrzeugmodus her. Hier seht ihr auch zum Beispiel den Auspuff hier. Ne, das haben die schon nice umgesetzt. Auch hier wieder diese schönen Silberapplikationen am Start. Ja, und hier könnt ihr tatsächlich dieses Mal so gut wie gar nicht den Robotermodus erahnen. Was ich sehr gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Bot-Modus ist hier auf jeden Fall sehr gut versteckt. Bin mal sehr gespannt, was ihr von ihm haltet. Also ich finde ihn persönlich ja mit irgendwie noch am besten teilweise. Ja, und wenn ihr das Ganze jetzt verwandeln wollt für den Devastator, ist das hier wieder eine weitere Hand, ne? Also eine richtige Grappling-Hand. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach an mit auf der Rückseite, denn hier ist wieder unser Connection-Port auf diesem Ratchet-Joint. Der ist auch wirklich sehr, sehr fest, ne? Also den bringt ihr auf jeden Fall erstmal so ein bisschen in Position. Die Reifen hier, die lösen wir jetzt einmal ein bisschen hier hinten, damit uns das später nicht im Wege ist. Aber ich würde sagen, erstmal hier an der Front fangen wir an, hier diese Schaufel halt auseinanderzuziehen. Ne? Die bringen wir nach auseinander hier. Wir können das Ganze jetzt einfach drehen hier oben, damit das hier so gesehen wie eine Greifhand aussieht. Das müsst ihr euch halt so ein bisschen halt vorstellen. Ne? Das Ganze halt so. Ne, das kann halt ruhig so ein bisschen organisch aussehen, halt hier wie so ein, keine Ahnung, so ein Skorpion wieder. Dieses gute Stück hier, das klappen wir jetzt hier vorne runter, schaut mal, ungefähr so. Und hier haben wir jetzt halt diese Zähne dran. Ne, die kommen jetzt hier auch runter, die werden jetzt in diese Position gebracht. Da seht ihr schon ungefähr, in welche Richtung ich mit der ganzen Sache gehen will, oder? Ansonsten steht jetzt dann auch noch in der Anleitung, dass ihr hier vorne die Kabine so ein bisschen halt lösen müsst. Ne, dass sie so ein bisschen halt nach vorne steht, damit das Ganze vielleicht so ein bisschen halt nach Bewegung, nach Transformation aussieht. Und dann müsst ihr halt nur noch hier hinten gucken, dass ihr hier die Räder einmal komplett anders packt. Und zwar, sie wurden ja eben gelöst von mir. Und wir sehen hier im Rad, könnt ihr das erkennen? Da ist so ein kleiner Schlitz. Und hier ist der Connection Part. Das heißt, das Ganze wird einfach nur hier dann reingesetzt, damit das Ganze hier so, wartet mal, so eine kleine organische Pose halt hat. Ne? Also so gesehen ist das hier, ihr könnt das so ein bisschen halt noch nach außen biegen, ne? Ungefähr so, ist das hier jetzt halt die Hand oder eine der Hände vom guten Devastator. Leute, jetzt kommen wir zum letzten Constructicon und zwar kommen wir jetzt zum guten Mixmaster. Auch einer dieser kleinen Highlights meiner Ansicht nach. Der sieht auch wieder völlig abgedreht aus. Er ist allerdings ein bisschen wackelig auf den Beinen, also da müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht ja schon, er hat eigentlich einen relativ kleinen Körper, aber dafür diese riesigen langen Arme mit diesen Klauen hier, das gefällt mir soweit wirklich ganz gut, muss ich sagen. Allerdings habt ihr ein riesengroßes Backpack am Start, ne, weil das hier natürlich ein Betonmischerfahrzeug werden wird. Ne. Aber ich muss auch sagen, hier, da gefällt mir das auf jeden Fall von der Farbgebung sehr, sehr gut. Und ihr werdet es dann auch später noch sehen, wenn er halt im Fahrzeugmodus ist, wie das Ganze dann halt auch farbtechnisch wirklich sehr gut aussieht, muss ich sagen. Auch hier der Kopf, das ist eher schon echt Kategorie Ameise, wenn ihr das seht. Er hat vorne so ein bisschen Mandibles am Start oder so eine Kieferklaue. Ne, das sieht mir wirklich sehr, sehr nice aus. Ist auch da wieder ein schöner Kopf auf jeden Fall. Ne, und der Rest halt, wie gesagt, das sieht wirklich sehr stark aus. Wollen wir ihn nochmal verwandeln? Ich denke mal, ich zeige euch jetzt den Fahrzeugmodus und dann geht es gleich auf zum guten Devastator. Und so sieht er aus, der Fahrzeugmodus von Mixmaster. Und ich muss sagen, das ist für mich hier von der Farbgebung her und allem drum und dran eigentlich einer der besten Fahrzeugmoduse, die ich jetzt hier bei dem Devastator halt generell zeigen kann. Gerade hier sieht das wirklich sehr schön aus, hier hinten auf der Rückseite hier mit diesen ganzen Silberstreifen. Das ist ja so gesehen dann halt der Mix-Container halt, wo dann halt das Concrete, also das, der sagt schnell, dass der Beton halt gegossen wird oder halt gerührt wird. Ne? Hier hinten seht ihr auch, dass hier sogar diese
ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, da wo dann halt später der Beton halt rausgegossen wird, das ist hier richtig schön gezeigt mit so einer Art Trichter sogar oben drauf. Na, die Reifen haben wieder dieses schöne Silberfinish abbekommen. Im Film war es halt so, dass hier vorne drauf so eine kleine Figur halt war, die das Decepticon-Zeichen gezeigt hat. Man kann es zumindest anhand der Form einigermaßen erkennen. Da passt ein bisschen auf, dass wirklich so ein kleiner Point ja wirklich mal abknacksen könnte, wenn ihr da vorsichtig seid oder unvorsichtig seid. Ne? Aber auch das gefällt mir sehr gut. Und generell so von vorne hier auch mit dem Fänger hier, mit dem großen Schützer hier, das sieht alles sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Hier ist sogar noch eine Farbapplikation in leicht Bronze-Gold. Ne, also auch da wirklich sehr nice gemacht. Also vom Fahrzeugmodus her muss ich sagen, ist der Mixmaster hier definitiv echt einer meiner kleinen Favoriten. Also mir gefällt er wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten fangen wir jetzt mal an, ihn umzuwandeln für den Devastator. Das ist hier so gesehen eigentlich mit der wichtigste Teil des Devastators. Aber ich zeige euch auch gleich, warum. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. In der Anleitung ist es ein bisschen kompliziert, das Ganze wieder gezeigt. Und da hat man natürlich wieder ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, zumindest ich, wie man das jetzt halt umwandelt, um es halt wirklich perfekt an Devastator zu befestigen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange so an, dass ich hier hinten alles erstmal wieder komplett löse. Ne? Weil hier sind zum Beispiel jetzt die Beine und alles dran. Das packe ich jetzt alles erstmal hier beiseite. Und auch hier oben, das ist alles komplett zusammengesetzt. Seht ihr das? Das können wir jetzt erstmal hier schön zur Seite bringen. So ungefähr. So, jetzt ist es aufgeklappt. Und hier seht ihr schon, hier sind jetzt halt die Beine vom guten Mixmaster. Hier lösen wir das Ganze jetzt. Und zwar hier in dem Bereich, klappen das Ganze hoch und klappen es hier wieder ein. Na, dass wir das ungefähr so haben. Na, alles ein bisschen kompliziert, aber ich denke mal, das kriegen wir alles hin. Außerdem sollten wir auf jeden Fall die Knie in diese Richtung drehen. Das brauchen wir nämlich später auch noch für, denn das ist jetzt so gesehen der Bereich, der sich dann später hier beim Devastator einhakt. Auf den Seiten ist es jetzt auch ein bisschen interessant hier. Ne? Also hier müssen wir jetzt auch erstmal ein bisschen rumbauen. Und zwar muss dieser Part hier, wenn ihr es gelöst habt, hier in diese Richtung gebracht werden und dann hier so hochgebracht werden. Der Part hier, der kommt jetzt hier irgendwie so mit ran. Also ich habe das noch nicht so ganz raus, wie das Ganze jetzt hier funktioniert, denn warte mal, es wird, glaube ich, so eingeklappt und dann wird das Ganze hier irgendwie mit befestigt. Dass das ungefähr so aussieht. Na, das macht ihr auf beiden Seiten. Es ist allerdings auch hier und da meiner Ansicht nach ein bisschen friemelig, ein bisschen wackelig. Also das wieder runtergebracht, dann das gute Stück hier in diese Position gebracht. Na, und dann, warte, wie hab ich's gemacht? Ich komme wieder durcheinander. Schnäggel. Es muss umgeklappt werden innen drin. So umgeklappt werden. Na, macht er das? So, ah, jetzt habe ich's. Ungefähr so. Na, ihr wisst, was ich meine. Also, das muss auf jeden Fall hier alles in Position gebracht werden. Komm mal her. Wie mache ich das denn hier gerade? Ungefähr so? So, genau. So muss das Ganze sein. Seht ihr? Ja, komm hier. Es bleibt halt allerdings nicht in Position. Also, es muss in dieser Position hier so bleiben, damit wir hier einigermaßen was mitmachen können. Also, wie gesagt, das hier ist wichtig. Und das hier ist wichtig. Na, das sind schon mal so die ersten Parts, die ihr auf jeden Fall hier machen müsst. Jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen, was ihr als nächstes macht. Denn hier auf der Seite seht ihr diesen kleinen Pack. Wir haben hier zwei Löcher. In dem Fahrzeugmodus ist dieser Pack im oberen Loch hier verschwunden. Jetzt müssen wir in das untere Loch rein. Das heißt, wir können ja sowieso diesen ganzen Part hier ein bisschen nach unten bringen. Ungefähr so weit, wie es geht. Und dann müsst ihr das beidseitig versuchen, hier unten so reinzudrücken, dass das da drin sitzt. Seht ihr das? Ja, das müsst ihr jetzt auf beiden Seiten halt machen. Wartet mal, das ist eine friemelige Sache. Da müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig mit sein. Und gerade ich mit meinen groben Fingerchen, ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ach, komm her hier. Das ist alles nicht sehr leicht für mich, bin ich ehrlich zu euch. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Ihr müsst nur halt wirklich, ich krieg's gerade tatsächlich nicht hin. Ihr müsst tatsächlich vorsichtig sein. Jetzt ist er drin. So, jetzt ist natürlich alles, was ich euch eben gezeigt habe, wieder ein völliges Chaos hier. Das müsst ihr jetzt erstmal wieder einigermaßen hier richten, na, dass das hier wieder gut in Position ist. Wartet mal, das ist gerade echt ein Chaos, weil hier die Räder, die müssen hier wieder in diese Ecke hier rein. Und hier auf der Seite ist das jetzt gerade ein bisschen problematisch. Da muss ich kurz das Bein mal wieder wegpacken und dann das Ganze hier wieder reinklicken. Genau. So, also wir bleiben auf jeden Fall wieder in diesem Modus hier. Jetzt fangt ihr an, hier oben wieder das alles zusammenzubauen. Das wird dann hier Stück für Stück halt wieder hier zusammengeklackt. Und ich denke mal, dass wir dann sogar
es irgendwie noch besser hinkriegen werden, wenn wir jetzt diese Seitenteile hier wieder in Position bringen. Weil ich habe euch ja gesagt, die müssen jetzt hier halt so ein bisschen ausgefahren werden und ungefähr so halt hingebracht werden. Ja, ich glaube so, dass das hier ungefähr dann halt reinkommt. Also auch das ist so ein Part. Ich habe den noch nicht ganz drauf, da bin ich ganz ehrlich zu euch. Das ist nicht sehr leicht. Aber wenn es einigermaßen zu sehen ist, dann wisst ihr ja, was Sache ist. Es ist eine Übungssache. Na, und wenn das dann klappt, dann ist das, denke ich mal, mehr als okay für euch. Aber auch hier, es fliegt mir wieder raus. Also es ist nicht wirklich ganz leicht. Aber ihr werdet es ja dann gleich noch sehen, wenn der Devastator fertig ist, dass ich es dann hingekriegt habe. Mensch, geh doch da rein. Also wirklich sehr, sehr, sehr friemelig. Ne? Und halt auch hier so nicht wirklich die geilste Verbindung am Start. Aber nun gut, so ungefähr, so grob muss das Ganze dann hier rein. Aber jetzt kommt, glaube ich, noch mit der interessanteste Teil an dieser Verwandlung. Entschuldigt, dass ich hier tatsächlich jetzt nicht so richtig alles hinkriege. Aber wir werden das fertige Ergebnis ja gleich sehen. Wir gucken uns jetzt hier noch mal kurz die Seite an, denn da habe ich gerade noch was gesehen. Könnt ihr das erkennen? Hier sind so ganz kleine, feine Haken, die eigentlich hier irgendwie mit rein müssen. Also so ist es zumindest in der Anleitung. Das kriege ich persönlich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich gut hin. Also das ist auch hier wirklich sehr filigran. Und dann habe ich euch ein bisschen Mist erzählt, denn ich habe ja gesagt, ihr sollt eigentlich die Beine drehen. Ihr dreht sie jetzt einfach wieder in die Richtung rum, sodass diese glatte Schiene hier nach unten zeigt. Denn wir müssen die Füße hier noch drin verstecken. Die Füße haben hier so gesehen so einen kleinen Slot, wo das dann hier reinkommt. Ne? Ihr seht das ja, das wird dann halt so hier reingesteckt. Das ist sehr wichtig. Ne? Also nochmal wieder alles hier zurückgedreht und dann hier die Füße halt reingesteckt, damit das hier einigermaßen in Position passt. Wartet mal, was mache ich hier gerade? Das muss da rein, ne? Genau, es muss hier rein. Ja, genau, dann sieht das, schaut mal, auf der linken Seite, so muss das da rein. Na, das ist sehr wichtig, dass ihr das macht, weil sonst ist das wirklich eine sehr instabile Verbindung gleich, die ich euch zeigen werde. Aber auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, das dürfte einigermaßen so funktionieren. Jetzt kommen wir zur Front und dem wahrscheinlich interessantesten Teil hier an unserer Figur. Wir fangen jetzt an und machen erstmal hier von mir aus, wenn ihr möchtet, hier diese Teile, diese Rohre, diesen Auspuff halt zur Seite. Und jetzt kommen wir hier zur Front. Die Front könnt ihr komplett ablösen und darunter verbirgt sich schon das Gesicht vom Devastator. Wir können jetzt hier die Haube noch hochziehen. Und hier innen drin diese zwei kleinen Teile hier rausnehmen, ne? Das ist sehr wichtig. Und dann drückt ihr den Kopf vom Devastator raus, schließt das Ganze hier hinten wieder. Und hier beim Kopf, seht ihr noch, da sind noch so zwei kleine Klappen, die müsst ihr natürlich auch noch rausziehen. Und dann wird der Kopf hier reingesetzt und hier an der Seite wird das Ganze dann halt befestigt. Na komm her hier, bisschen reingeklackt das Ganze. So, und da, liebe Leute, das ist der Kopf des Devastators. Und ich muss sagen, das ist echt böse und sieht richtig genial aus. Und jetzt habt ihr es endlich fast geschafft, Ladies und Gentlemen. Jetzt wird es Zeit, dass wir den Devastator zusammenbauen. Das wird wahrscheinlich sehr lustig werden. Aber das Endergebnis kann ich euch versprechen, das lohnt sich hier auf jeden Fall. Der gute Overload ist jetzt hier meine Basis. Und jetzt fange ich erstmal an, die Beine ranzubringen. Das heißt, auf der einen Seite packen wir jetzt erstmal den guten Skipjack ran, der hier ganz simpel reingeslidet wird. Ne? Also hier haben wir die Verbindung. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Jetzt schon ein Riesenbein. Auf die andere Seite bringe ich jetzt den guten Longhaul an. Ne? Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Hier ist dann auch noch so eine kleine Schiene. Das müsst ihr wirklich gut zusammendrücken und dann hier reinsetzen. Und so gesehen haben wir jetzt schon die Beine vom Devastator hier fertig. Und ihr seht ja jetzt schon, das wird ein Riesenteil. Jetzt kommen wir mal komplett hier vorne zum Torso. Denn da baue ich jetzt den guten Scavenger an. Falls ihr euch erinnern könnt, dieses Riesenrad hier, ne, in der Mitte. Da ist der Schlitz und hier ist die Verbindung. Das Ganze muss jetzt auch hier vorsichtig reingeslidet werden. Da müsst ihr auch wirklich sehr vorsichtig sein, dass das einigermaßen funktioniert. Und ich sehe gerade schon, irgendwas ist hier auf jeden Fall nicht ganz richtig, oder? Doch, ja. Okay, er ist drin. Und jetzt kriegt er hier schon so langsam wirklich ein Gewicht drauf, wo ich mir Sorgen mache. Aber ihr seht auch, es wird langsam echt riesig, das gute Stück. Jetzt muss ich ihn ein bisschen ausrichten. Und dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt mal die Arme, die wir jetzt hier noch ranbauen. Der rechte Arm, da kommt jetzt der gute Scrapper ran. Hier, der gute Kollege hier. Der wird jetzt hier mit diesem Connection Port an diese kleine Ecke hier befestigt. Passt auch da auf. Er wird nämlich jetzt auf jeden Fall ein bisschen frontlastig. Aber auch hier einfach vorsichtig reingedrückt. Und da ist dann halt dieser Arm schon dran. Schaut mal, das ist
jetzt schon gewaltig und da müsst ihr dann gucken, dass ihr den einigermaßen hier in Position bringt, nicht, dass er euch hier gleich irgendwie komplett umfällt, weil jetzt wird er richtig frontlastig und ja, ich muss sagen, dass die Beine das Ganze gar nicht so gut halten, wie ich es mir halt gedacht hätte. Auf der anderen Seite der Arm, das ist jetzt eine Verbindung aus zwei verschiedenen Transformern, falls ihr euch erinnern könnt, da sind noch zwei Constructicons halt noch übrig mit gelber Farbe. Der linke Arm wird aus Hightower und aus Scrap Metal zusammengesetzt. Ja, die beiden werden ein Arm. Ihr seht schon, ne, dass hier auf der Seite ein Connection Port am Start ist und hier ist natürlich jetzt auch einer. Wenn ihr das alles richtig gemacht habt, müsste es eigentlich passen. Das heißt, hier wird das Ganze dann halt jetzt verbunden. Ne, es kann natürlich sein, dass hier gleich ein bisschen was rausfliegt vom Hightower, weil ich finde, da unten der Bereich mit dem Kopf hier, wo diese Kralle dran ist hier, ne, das hier, das ist leider sehr, sehr wackelig bei mir. So, wenn das Konstrukt so gesehen fertig ist, ne, das ist jetzt also noch hier der Arm, wenn ihr weiter zusammengesetzt habt, kommt das Ganze dann hier oben ran. Auch da gibt es dann wieder diese Einrastfunktion. Ihr habt ja gerade gesehen, dieses Teil, was ich hier unten angebracht habe, das geht andauernd ab. Das ist leider viel zu lose bei mir. Aber hier einfach dann den Arm reingeschoben. Na, das müsste einigermaßen halten. Und dann müsst ihr echt mal gucken, weil hier ist ja jetzt der Ratchet Joint drin, dass ihr das Ganze einigermaßen hier in Position schon mal bringt. Und jetzt fehlt nur noch der gute Mixmaster. Und dann haben wir den Devastator tatsächlich fertig gebaut. Ja, da gucken wir jetzt mal. Ne? Der muss nämlich jetzt komplett hier vorne reingebracht werden. Und das ist immer so ein bisschen friemelig gewesen. Und ich finde auch, also zumindest so eine kleine Erfahrung halt von mir, wo ich das jetzt halt schon ein paar Mal gemacht habe, das ist ein bisschen wackelig. Ne? Also da müsst ihr echt ein bisschen gucken, wie ihr das macht. Aber wenn es sitzt, dann sieht es einfach genial aus. Halt, ne? Also hier den guten Mixmaster, sprich halt jetzt der Kopf vom Devastator. Der kommt da jetzt reingebastelt. Beim Zusammenbau des Kopfes Mixmaster auf Devastator hatte ich erst am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. Denn da müsst ihr ganz genau darauf achten, wie der Mixmaster jetzt tatsächlich hier in Form gebracht ist. Achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr die Beine wirklich hier in dieser Position habt, dass die hier unten halt reingehen, ne, dass die sich hier halt drin befinden. Und er wird so gesehen jetzt hier raufgelegt, ne, also hier so rübergepackt. Wir haben hier zwei kleine Aushöhlungen, ne, so solche Teile hier, die dann hier vorne raufkommen. Da seht ihr schon diese kleinen Stangen hier. Ne? Und dieses Teil hier in der Mitte, das kommt zwischen die Reifen da rein. Dadurch hat er dann die Stabilität. Das heißt, ihr müsst das Teil so ein bisschen reinfriemeln, dass die Stange hier zwischen den Reifen steht und dass das hier oben raufgelegt ist. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr den Kopf einigermaßen nach unten bringen. Und dann bringe ich noch die Sachen an, die ich tatsächlich vergessen habe, euch zu zeigen. Aber dann bin ich eigentlich so gut wie fertig. So, seht ihr das? Da sind jetzt die Dinger hier an den Seiten befestigt, an diesen kleinen Stangen. Und hier innen drin ist das Ganze jetzt halt am Reifen halt befestigt, jeweils links und rechts. Auch das konnte ich leider nicht wirklich aus der Bedienungsanleitung hervorsehen, aber dadurch hält er jetzt auch. Ne? Also ich hatte zu Anfang, als ich ihn das allererste Mal zusammengebaut habe, ihn da tatsächlich irgendwie nur versucht reinzulegen. Da ist natürlich der Kopf nicht wirklich fest gewesen. Wir haben hier noch vom Mixmaster hinten jetzt die Ärmchen, sage ich mal, ne? Oder die Beine, hier die Füße. Die legen wir jetzt noch nach hinten weg und das Ganze hier können wir noch dann, wenn ihr wollt, nach oben klappen. Dann ist er soweit fertig. Jetzt fehlt allerdings nur noch, denn vielleicht habt ihr es auch bemerkt, was ist eigentlich hiermit? Auch dieses gute Stück wird jetzt hier tatsächlich noch hinten angebracht. Die Haube selbst kommt jetzt noch hier hinten dran. Und auch da muss ich sagen, habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn wir haben hier diesen Part ja zusammengebaut. Und ich habe vergessen, den ein bisschen nach vorne zu sliden. Das geht auch. Seht ihr das? Es kann sich hier ein bisschen bewegen. Also es muss weiter nach vorne gebracht werden, soweit es geht. Und dann müsst ihr halt die Klappen hier so arrangieren, dass das ungefähr so aussieht. Ne? Und dann haben wir die Möglichkeit, die Haube jetzt hier anzubringen, weil da sind jeweils links und rechts zwei Löcher und da wird das Ganze jetzt halt raufgesteckt. Wie gesagt, es ist friemelig. Ne? Nehmt euch wirklich sehr viel Zeit, wenn ihr da genauso ungeübt seid wie ich. Aber muss die andere Seite, wenn ihr das hinkriegt, dann werdet ihr natürlich mit diesem grandiosen Anblick hier belohnt. Seht ihr? Jetzt ist das gute Stück auch drauf. Zu guter Letzt, das allerletzte Stück, was wir jetzt noch anbringen, ist das hier, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Das kommt jetzt hier oben noch mit drauf, um wirklich den Look von Devastator aus dem Film Revenge of the Fallen halt zu perfektionieren. Und dann, Leute, dann sind wir fertig. Achtet hier auch auf jeden Fall nochmal, dass ihr dieses ganze Teil wirklich so weit nach vorne drückt, dass wir hier nur so eine kleine Lücke haben, weil sonst passt das ganze Ding hier nicht drauf, Leute. Na, also auch da musste ich erstmal ein bisschen rumprobieren und ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz richtig, weil
Ich habe ein anderes Video gesehen und da wurde das dann hier einfach ganz chillig raufgeklackt. Aber das klappt bei mir noch nicht so ganz. Also da muss ich auf jeden Fall mal noch rumprobieren. Na, das geht hier nämlich nicht. Und dann wurden halt hier die Dinger einfach wieder hier reingelegt, damit das Ganze halt einigermaßen in Position ist. Das ist hundertprozentig noch nicht richtig, aber ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck, wie Devastator dann halt komplett zusammengebaut aussieht. Und da habt ihr den zusammengebauten Studio Series Transformers Revenge of the Fallen Devastator. Uiuiui. Das ist auf jeden Fall nicht gerade sehr, sehr leicht, muss ich sagen, aber ich habe es geschafft mit einer Menge Geduld halt und es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade die Optik hier von dem Kopf zusammen jetzt hier mit allem drum und dran, das sieht einfach unglaublich gut aus. Und mal kurz für euch, der Devastator ist knapp 40 cm, wenn ich sogar noch ein bisschen mehr höher, wenn er einigermaßen gerade steht. Und da kommt auch gleich schon ein kleiner Kritikpunkt noch von mir. Er ist wirklich sehr wackelig. Also ich musste meinen hier auf jeden Fall ein bisschen ausbalancieren, weil sonst kippt er mir andauernd über. Die Beine können teilweise, oder die Füße hier, und ihr seht das ja auch, hier geht schon wieder alles auseinander, die können den Devastator kaum halten. Also passt wirklich sehr auf, wenn ihr den vielleicht auf ein Regal stellt, was ein bisschen erhöht ist, kann es sein, dass er runterfällt und dann zerstört ihr euch wirklich diese tolle Figur. Also passt da ein bisschen auf. Auch nochmal für die Fans einen kleinen Vergleich. Mein Earthrise Transformers Optimus Prime stelle ich jetzt hier nochmal dazu, wenn ich ihn halt hier richtig transformiert habe. So. Na, da könnt ihr mal ungefähr sehen, wie groß hier der Devastator halt wirklich ist. Also es ist ein Riesenteil. Na, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Rein von der Bedienungsanleitung, die mit dabei ist, kann ich aber sagen, ich denke es zumindest mal, diejenigen unter euch, die sich den Devastator in Einzelfiguren kaufen, also nicht das große Set, die werden da wahrscheinlich nicht so Schwierigkeiten haben, weil ich glaube, dass da die Anleitungen dann ein bisschen größer gedruckt sind. Na, also ich fand das teilweise dann doch schon ein bisschen sehr klein für meinen Geschmack, aber das ist meine persönliche Meinung halt. Ansonsten muss ich sagen, gerade so der Detailgrad hier, der überzeugt mich wirklich sehr und das Viech sieht einfach unglaublich bombastisch aus und auch wirklich sehr bedrohlich, muss ich sagen. Gerade jetzt nochmal hier im Detail halt die Augen, ne? Er hat ja so verschiedene grüne Augen, dann hat er hier seine Zähne am Start und ihr seht ja auch hier, der Kiefer, der ist beweglich, ne? Also ihr könnt den Mund auf und zu machen, das finde ich richtig nice, ne? Also jetzt so gesehen so zwei Kiefer hier innen drin, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde ihn jetzt nicht mit der Beweglichkeit zeigen, Leute, weil sonst würde er mir hier tatsächlich wahrscheinlich auseinanderfallen. Ihr könnt aber die Arme natürlich rotieren und alles, ihr könnt die Beine bewegen, das geht schon irgendwie, aber passt auf jeden Fall auf damit, sonst ärgert ihr euch wirklich, ne? Aber der Devastator hier, das ist echt ein cooles Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt er auf jeden Fall, ne? Wenn er nicht so wackelig wäre. Ja, liebe Leute, ansonsten, typisch für die Studio Series ist hier auch noch ein kleiner Backdrop mit dabei, der hier natürlich schön die Filmszene auch noch nachstellen soll, ne? Der Devastator war ja dann irgendwann hier oben raufgekrabbelt, ne? Und hat dann diese Pyramide zerstört. Normalerweise ist es ja so, dass ihr auf diesem Backdrop halt die Figur raufstellen sollt, aber ja, ich glaube, der Kollege ist ein bisschen zu groß dafür. Das heißt, ihr könnt ihn höchstens davor stellen, ne, und dann einigermaßen ausbalancieren und dann seht ihr kaum diesen Backdrop halt, ne? Aber die Idee ist halt nicht schlecht, aber wie gesagt, A, wird wahrscheinlich dieser Papp-Backdrop diesen Devastator gar nicht großartig halten und B, ja, ich weiß es nicht. Also ich würde den tatsächlich für die anderen Studio Series Figuren aus Revenge of the Fallen irgendwie benutzen. Oder natürlich, wenn ihr den Devastator nicht zusammenbauen wollt, für die einzelnen kleineren Transformers oder für die Constructicons halt, dafür ist das Ganze, denke ich mal, mehr als gut geeignet. Ja, liebe Leute, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein von dieser kleinen speziellen Review auf jeden Fall. Also danke nochmal hier an Hasbro, dass ihr mir den hier zugeschickt habt. Er ist es auf jeden Fall wert. Also wer noch keinen Devastator in der Sammlung hat und wer vielleicht die Einzelfiguren verpasst haben sollte, könnte hier natürlich mit diesem Komplettpaket komplett zuschlagen. Es ist ein bisschen pricey, ganz ehrlich, aber ich denke mal schon, es lohnt sich hier auf jeden Fall. Ihr seht es ja, optisch ist er hier wirklich, das ist ein Monster, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ihr müsst halt nur ein bisschen Geduld mitbringen. Danke für eure Geduld, Ladies und Gentlemen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne ein Däumchen nach oben. Wie gesagt, vergesst mir auch nicht, bei Ragen noch vorbeizugucken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.